Sternkammer. Das gesamte Präsidium mit Ihnen, Jungs Ladung, Florian Rentsch, ist am Montagabend hierher gereist. Was hat Sie dazu bewogen, sich die Zeit zu nehmen? Ja, es geht darum, nah dran zu sein und einfach näher dran zu sein, besseres Verständnis zu bekommen, wie die Mannschaft drauf ist. Ich glaube, das, was wir bisher gesehen haben, hat uns sehr gut gefallen. Es gibt da die Möglichkeit, einige Gespräche zu führen, was auch wichtig ist. Und du kannst halt jetzt einfach mal in ruhiger Atmosphäre auch das eine oder andere Gespräch führen. Und das ist, glaube ich, sehr hilfreich. Welche Eindrücke haben Sie bisher sammeln können von den Möglichkeiten hier vor Ort? Ja, ich glaube, die Möglichkeiten sind super. Also die Bedingungen sind klasse. Das Wetter ist eigentlich ideal. Wir haben so 15 Grad, 15, 17 Grad. Das ist eigentlich perfekt zum Trainieren. Sonne tut, glaube ich, uns allen auch mal ganz gut jetzt, wenn man sich das deutsche Wetter anschaut. Und auch vom Hotel her, vom Platz her, also muss ich sagen, ist wirklich hervorragend. Hier kann man sehr gut arbeiten. Mit Perik Afari und Niklas Zeller sind zwei Spieler aus unserem NLZ dabei. Unterstreicht das nochmal die gute Vernetzung zwischen Profibereich und Nachwuchsabteilung? Ja klar, wir haben ja gesagt vor einiger Zeit, wir wollen gucken, dass der Übergang zwischen NLZ-Mannschaften und der Profimannschaft letztendlich reibungslos ist. Und dann gilt es natürlich auch jetzt gerade bei so Gelegenheiten wie Trainingslager, diese Chancen zu nutzen. Und ich freue mich drüber, dass zwei Jungs dabei sind aus dem NLZ. Und das ist das Ziel, was wir haben. Und sie sind ja nicht nur dabei, damit wir jemanden dabei haben von dort, sondern die Jungs haben sich das auch verdient. Soweit ich das beurteilen kann, was ich gehört habe, auch haben die zwei bisher einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Insofern denke ich, bestätigt das auch den Weg, den wir vor einiger Zeit eingeschlagen sind. Die dritte Liga, da geht es so eng zu wie nie zuvor. Wie ist da Ihre Einschätzung der Lage? Ja, natürlich. Ich meine, es war vor der Saison klar, dass das eine ganz enge Kiste wird dieses Jahr. Es sind mehr oder weniger auch die Mannschaften, die man vorher auf dem Zettel hatte, dabei. Und insofern bleibt es natürlich spannend. Ich denke, dass in den vor allen Dingen, wie die Mannschaften jetzt aus der Pause rauskommen. Da wird sich in den ersten 4, 5 Spielen, glaube ich, wird sich schon zeigen, wer noch dabei ist dann von diesen 8, 9 Mannschaften, die jetzt aus meiner Sicht zumindest noch realistische Chancen haben. Und insofern ist das für alle Mannschaften eine enge Kiste, aber auch für uns bedeutet das, wir sind ich sag mal, dabei. Und für uns gilt es genauso jetzt gerade hier im Trainingslager und auch in den kommenden Wochen so zu arbeiten, dass wir möglichst gut aus der Runde rauskommen. Und dann sind wir auch ordentlich aufgestellt und brauchen uns, glaube ich, nicht verstecken. Wie bewerten Sie das SVW-Jahr 2014 und was wünschen Sie sich für 2015? Na, wenn man sich das ganze Kalenderjahr anschaut, dann glaube ich, kann man sagen, dass wir gegenüber 2013 deutliche Fortschritte gemacht haben. Ich glaube, die Mannschaft hat sich spielerisch deutlich weiterentwickelt. Ich glaube, dass wir wesentlich flexibler geworden sind. Wir haben uns im Angriff deutlich verbessert. Das war, ich sag mal, im Vorjahr noch ein bisschen das Problem. Da sind wir, glaube ich, deutlich stärker geworden, variabler geworden. Ich glaube, dass wir nicht mehr so einfach ausrechenbar sind. Und insofern glaube ich, dass wir auf einem guten Weg sind. Aber es gibt auch noch genügend Baustellen, die wir haben, wo wir besser werden können. Ich glaube, wir haben in der Mannschaft ein sehr, sehr gutes Potenzial. Insgesamt auch den Eindruck, den ich habe, ist von der Stimmung, vom Charakter, vom Teamgeist passt es gut. Und die Mannschaft hat aus meiner Sicht ein sehr, sehr großes Potenzial. Und ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind und dementsprechend wünsche ich mir, dass das jetzt in 2015 von der Entwicklung so weitergeht. Ich glaube, ich habe das schon öfters gesagt, man muss immer kontinuierlich daran arbeiten, sich in allen Punkten, wo es geht, zu verbessern. Jeder Einzelne, ob das die Mannschaft ist, Trainerteam ist, ob das wer es auch immer ist im Verein, alle müssen letztendlich an einem Strang ziehen, alle müssen kontinuierlich daran arbeiten, sich zu verbessern und insgesamt, dass wir als Verein und das Team letztendlich besser wird und das haben wir, glaube ich, in 2014 gut gemacht und wenn wir den Weg weitergehen, dann bin ich mir sicher, dann haben wir auch eine erfolgreiche Zukunft vor uns. Danke mal, vielen Dank für das Gespräch.